Und wieso warnst du mich denn nicht mal vorher, hm? Beim Energie kannst du mir auch 2 Stunden lang hier nerven mit Lüü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 
Ich hab dieses nervige Gepiepse. Welches Feuer. Hallo? Hallo? Was ist denn das, was dir da schießt? Ja, es ist kein Feuer, ne? Ja. Super, ich kann gerade nirgends wohin. Och, halt doch die Fresse, wie ein nerviges Gepiepse, Alter. Wer denkt sich immer, ja, so ein nerviges Gepiepse alle 2 Sekunden, das hilft dem Spieler. Das wird ihn freuen, das möchte er haben und ich bin tot. Gut. Wo? Wieso stehe ich jedes Mal anders da, wenn ich geladen habe? Wie ist doch mit dem Mörser? Ach ja. Das ist total einfach. Können wir mal schnell durchspielen, ja. Nächsten Stream. 10 Stream. Wieso bin ich denn jetzt auch noch gestorben? Der war doch schon tot. Das ist doch zum Kotzen hier. Kannst du mir nicht einfach mal ein gutes Spiel sagen? Nicht um diesen Kacktrick hier. Ich kann nicht einen Gegner mehr besiegen. Hallo, wechselst du mal den Safe Game? Danke. So, wo war denn das? Ja, du findest auch nur Scheiße gut. Gibt es irgendein Spiel, das du gut findest, das nicht Scheiße ist? Nein. So, du kannst dich irgendwie rumfahren um die Typen. Also musst du direkt auf sie zufahren, was dazu führt, dass du massiv Lebenspunkte verlierst. Und dann stirbst. Das ist ja richtig gut durchsigned. Was ist das denn schon wieder? Warum fliegt es? Lebt ja noch. Ja, geil. Die Einheiten alle viel bessere Waffen haben als du. Billigversion von denen bekommst. Das ist so ein fetter Panzer. Oh, kann dieser Flieger nicht mal was Nützliches? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Kann dieser Kackflieger mal was Nützliches abwerfen? Wieso habe ich jetzt auf Feuer gewechselt, egal. Schön, dass Minen ziemlich stark sind. Oh ja, geil. Zieh so 100 Raketen, ja klar, die mich instant killen jetzt. Kann man schon mal machen, ausweichen. Pff. Nö, wozu? So, ich muss ihn also töten, bevor er 2 Raketen abschießen kann. Da ich aber länger brauche, ihn zu töten, kann ich ihn nicht töten. Sehr gut. Wieso kommt er überhaupt hergefahren? Wo kommt er jetzt überhaupt wieder her? So, der ist ja gespawnt. Was er gar nicht kann, laut dem Team, aber... Kann ich irgendwie abschießen? Nein. Ich kann nur sterben. Sehr gut. Hey, habe ich ihn gekillt? Nein. Er tut nur so. Ja, jetzt stellen wir diesen Geräuschpegel ab. Feuer funktioniert so nicht, Spiel. Oh, diese Mörserflugbahn ist doch auch für den Arsch. Aber
Ich habe keine Minen, die ich werfen kann, du Pfosten. Oh doch, seit wann habe ich denn die? Wieso teilt mir das Spiel nicht mit, wenn ich Waffen einsammle? Stattdessen teilt es mir 2 Stunden lang mit, dass ich wenig Energie habe. Ganz toll. Habe ich beim ersten Mal ja noch nicht mitbekommen. Und wenn ich dauernd sterbe, bekomme ich das ja auch nicht mit. Oh, kannst du damit aufhören? Stelle ich das ab? Die haben sie auf Wolfenstein 3D gerippt. Moment mal, das ist gar nicht auf mich gefeuert. Die da haben auf mich gefeuert und... Oh, dann ist dieser Mercer jetzt bitte schon explodiert. Und ja, ich weiß, dass Mercer so eine komische Flugbahn haben, aber das stopft man ja normalerweise auch nicht auf einen Panzer. Das kann ich doch bestimmt zerstören. Jetzt, wo ich stehen bleiben kann, ist das irgendwie... Den hab ich doch in die Luft gesprengt. Explodierst du jetzt endlich mal, danke. Nein, ich... Hallo, danke. Nein, ich hab im ersten Mission hatte ich andere Texturen, da waren die sandige. Und danke. Oh Gott, ja, du machst die Tür auf und dann ist das mal getötet. Danke. Danke, Spiel. Achso, ich habe gar keine Mörser mehr. Ja, fick dich. Kann man die irgendwie abstellen? Mach einfach die Musik lauter. Na ja, klar. Jetzt ist das mal nichts mehr da, ne? Alles zerstört, ja? Gut. Nein, das sind ja noch mehr von diesen Arschgesichtern. Alter. Nein, was zum? Du schießt denn jetzt schon was auf mich? Hä? Wo? Was? Wo kommt die jetzt wieder her? Anstatt dass sie mir irgendwie mal sagt, wo die Rakete oder sowas herkommt. Nein, bekomme ich eine Warnung, dass mein Ammo low ist. Während aus dem Nichts irgendwo Raketen auf mich zufliegen. Hä? Da kamen Raketen angeflogen, jetzt ist da wieder nichts mehr, was? Wie schieße ich diesen Heli ab? Lass mich raten, gar nicht. Das ist gepieps. Ein Panzer wäre das gesamte Krieg. Das ist nichts Neues. Ich habe keine Zielsuchraketen. Okay, die Minen sind tatsächlich überstark. Überstark. Hm. Die Zielsuchraketen leider auch. Das ist ein Prototyp. Mhm. Kennt man ja, Prototypen funktionieren immer so. Super, zieh so einen Raketenpanzer, den man nicht ausweichen kann, in engen Gängen. Klingt nach einer guten Idee. Sollten wir mehr einbauen. Na, ist tot. Ja, und dann kommt noch einer von der anderen Seite. Was auch immer das ist.
Prototyp braucht Überarbeitung. Die Explosion trifft mich natürlich durch die Wand durch. Ja, langweilig mit anders wäre. So kann ich in meine eigenen Minen fahren. Hallo, jetzt, nein, nicht. Okay. Nee, ich brauche mehr, aber die geben mir nicht mehr, das ist das Problem. Es geht hier nicht darum, wie viel du brauchst, es geht hier darum, dass mir die Sicht versperrt wird. Im Panzerkommando war das wenigstens realistischer. Aber das kann ich leider nicht spielen, das hat so leichte... Ach ja, richtig. Oh, Gesundheit. Das hat so leichte Rendering-Probleme. So, erstmal alles in die Luft jagen. Einfach alles in die Luft sprengen. Kann das kaputt schießen? Nein, kann das nicht kaputt schießen? Also kann ich das vielleicht doch kaputt nehmen, Moment, ich habe da schon Minen getroffen und es ist nicht kaputt gegangen. Ich soll noch ein paar Minen aussammeln. Die sind schon ein bisschen über mich. Moment, da leuchtet einmal. Kann ich das doch kaputt schießen? Ich speichere besser mal, bevor ich jetzt irgendwelchen Mist. Da mit mir World of Tanks spielen. Da fährst du halt mit Panzern rum. Im Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich täusche und so. Die Tore? Welche Tore? Das da oder was? Kann ich da auch selbst drauf fahren? Die Tore, welche Tore? Das da oder was? Das sind doch keine Tore. Das sind... Keine Ahnung, was das sind. Das sind irgendwelche billigen Spanplatten, so wie es aussieht. Ich weiß nicht. Fährst du gern mit Panzern rum und... schießt damit auf andere Panzer? Das soll auch halbwegs realistisch, glaube ich, sein. Ich weiß nicht. Mit realistischer Physik. Muss ich das dann nicht kaputt machen irgendwie? Oder muss ich da reinfahren? Nee, keine Ahnung. Ich fahr mal weiter. Ist das nicht irgendwie umsonst auch? Nee, Moment, das ist... Ich weiß nicht genau. Ich habe das jetzt nie wirklich gespielt. Ich habe überlegt, Panzerkommando zu spielen, aber das hat leichte Rendering-ISOs. Renderprobleme unter Wein. Und unter Windows hat das gar nicht mehr funktioniert. Die habe ich doch schon geschossen. Da muss man denn immer auf eine Konsole schießen. Habe ich schon drauf geschossen. Wenn es grün leuchtet, ist es richtig. Na gut, okay, ob ich klarkomme, dann eigentlich bin ich nicht mehr so fern. Hallo. Ich sehe nix. Du Kackspiel, du Dummes. Ja, ich weiß schon, dass das der Hebel ist. Es ist noch nicht so ganz einfach, wenn man nicht sieht. Und nee, ich glaube, in World of Tanks ist das realistisch gehalten. Das heißt also, wie es halt in der Realität ist, wo man dann ziemlich einfach zerhackstückelt wird, wenn du als Infanterist im Zweiten Weltkrieg auf einen Panzer zuläufst. Ich weiß, das ist in Call of Duty oder so immer anders, aber im Allgemeinen wollte man im Zweiten Weltkrieg nicht auf einen Panzer zulaufen.
mit irgendwelchen Sprengladungen. Gut, ich glaube, auch heute möchte man nicht unbedingt auf einen Panzer zulaufen mit nur Sprengladungen in der Hand. So, wo komme ich denn da hin? Wow, die Drehgeschwindigkeit ist auch der Wahnsinn. Ah, ich bin wieder draußen, okay.